Ihr lieben Leute, da bin ich wieder. Hallöchen. Willkommen zur nächsten Folge von Last Epoch, Epoch, Epoch. Ich sag's jedes Mal falsch. Ist egal. Last Epoch, Last Epoch, Last Evox. Keine Ahnung, Leute. Ich bin da. Auf jeden Fall. Jo, ich muss, du RCS-Berater, muss jetzt auf jeden Fall Seelenbehälter zerstören. Ich glaube, die sind tatsächlich da drüben. Ich habe so viele Questen, Leute, aber das finde ich richtig cool, weil da sammle ich nämlich richtige Erfahrungspunkte. Das finde ich richtig. Hey, also da bin ich ja gewesen. Schaut mal. Ich würde mal sagen, Untergrundstadt von Velrin, da Kultistenlager. Da gehe ich einmal kurz hin. Ich bin mich gleich zurück. Ich verkaufe nur. Ich verkaufe nur, Leute, und das finde ich richtig mega krass geil. 14, 18, ja. Ja, ich muss immer aufpassen, weil in letzter Zeit freest immer wieder mein OBS-Studio ein. Keine Ahnung warum. Ist es nicht so furchtbar störend, weil ich es eh mitkriege, wenn ich rüberschaue, ob es hängt oder nicht. So, hey, da haben wir auf jeden Fall, hey, da haben wir noch eine Aufgabe. Nur ich will es aber jetzt nicht angehen. Servus, was bist denn du? Who are you? Wenn die Schrecken aus den Ruinen vertrieben werden könnten, könnten wir dorthin zurückkehren. Denkst du wirklich, dass du das schaffst? Ich kann es zumindest versuchen. Who are you? Keine Ahnung. Naja, wurscht. Ich will verkaufen, Leute. Ich schaue mir noch meine ganzen Sachen an. Schatten der Verfallsmünzen der Hoffnung. Was ist denn das eigentlich? Nö, achso, das kann ich ja verkaufen, Leute. Was habe ich da jetzt Neues bekommen? Ich lagere mal alles ein, was ich einlagern kann, in meinem Material-Ding da. Gürtel, nö. Ich kann alles weggeben. Ich kann alles eigentlich weggeben, oder? Ja, ich kann alles verkaufen. Cool, ich verkaufe mal. Leute, ich verkaufe. War, da ist der Rüstungsding. Ich verkaufe da alles, okay, damit ich wieder einsammeln kann. Ich brauche Geld. Ah, soll das sein. Servus. Hm. Ja, einkaufen. So, weg damit. Weg mit dem ganzen Schmonsens da. Ich brauche das alles nicht mehr. So, danke. Tschüss. Weiter geht's. Ja, weiter geht's. Untergrundstadt von Velrin, Schnellreisen und los geht's. Jetzt machen wir das Seelenbehälter. Nur ich habe deshalb nur, weil damit ich wieder was sammeln kann, also verkaufen, ein bisschen Geld sammeln und so, weil es kann sicher mal irgendwas teuer sein oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie es bei Last Epoch ist. Ich weiß nur eins. Ich will einen Kaffee haben. Ich habe keinen Kaffee da. Ich mache jetzt die ganzen, ganzen Dinger da weg. Fettling, du! Der bescheißt mich mit seinem Speer. Weg mit euch. Das ist ein Wahnsinn. Messingzepter, Ledermaske. Da. Ja, da ist der erste, die Seelenbehälter. Da. Ah! Weg damit. So, der ist einmal tot. Der erste Seelenbehälter ist einmal... Wow! Ah, das sind also quasi die Seelenbehälter, bei denen ich vorbeigelaufen bin, letzte Folge. Ah, super, oder? Da oben soll noch einer sein, irgendwo. Das müsste jetzt die 19. Folge sein. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ist einfach so. Marschiert's da. Boah, ich hasse Spinnen. Leute, ich hab's doch eh schon oft gesagt. Ich krieg immer so Gänsehaut, wenn Spinnen irgendwo sind. Auch wenn es nur im Spiel sind. Es ist total heftig. Gänsehaut. Richtige Gänsehaut. Aber es ist bei allem, wenn mich was ekelt. Oh mein Gott. So, machen wir mal R. Ja, genau. Sag mal, was war denn das? Okay. Scheiß drauf. Ach du Schande. Ja, sag mal, die sind wieder gespawnt.
22. Ja, ich bin Stufe 22. Das ist krass. Also wie ich schon, ich glaube, das war in der letzten Folge erwähnt habe, ist es mühsam momentan mit den Let's Play meiner ganzen Projekte hinterherzukommen quasi. Weil ich nehme einen vollen, also nicht einmal ein voller Tag. Das ist gerade mal, weiß nicht, 5 Stunden oder so, ich weiß nicht, circa. Nehme immer Zeit fürs Let's Play und muss aber dann so und so viele Folgen von dem aufnehmen, so und so viele Folgen von dem Projekt und so weiter. Ne? Da seht ihr mal, wie ich hinterherkomme. Nö, nehme ich nicht viel. Was ist das? Alter, der Kurt ist der Zügellosigkeit. Du trägst mich. Boah. Die kommen einfach so vom Boden raus. Pyromanten-Schwerköcher der Glut. Kann ich aufnehmen, du kann ich verkaufen. Der Behälter, der Seelbehälter, der schießt sogar mit was. Achtung! Weg mit dir, passt. Der nächste ist super. Der nächste ist einmal weg. Da oben soll noch einer sein, der letzte. Der letzte Seelenbehälter. Oh. Ah. Ah, fress mal meine Flasche hier. Ihr Vögel. Was ist da? Da springen sie schon wieder draus, die Spinnen. Ich glaub's ja nicht. Weg mit euch. Austeilen tun die aber schon ordentlich, Leute. Weg da. Leute! Da ist der letzte Seelenbehälter. Die schießen diese vielen Seelenbehälter. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Tschüss, passt. Ja, gut. Ich hab's geschafft, Leute. Das finde ich cool. Jo, so, ich hab's geschafft. Und jetzt zurück zu diesen komischen Kollegen. Kultistenzepter, Schwert. Ich bin schon fast wieder voll, oder? Was haben wir da eigentlich? Nö. Stiefel neue. Sieben Bogenschaden, besudelter Schwerköcher. Nö. Ich weiß nicht. Ganzen Materialien nochmal einsammeln hier. Was haben wir da? Nö. So. Ja, verschwindet. Also bei dem musst du wirklich die Finger auf der Tastatur lassen. Damit tatsächlich, das ist grausam. Hallo? Weg mit euch. So, da unten steht er schon. Ich muss den jetzt auf jeden Fall einmal. Pui! Diese Piken, Piken so richtig. Die Piken, ja. Boah. So. Jetzt kannst du sterben. Und die auch hier. Viecher. Ah, ich hasse diese blöden Viecher da. So, da bin ich wieder. Bis zurück. Die Seelbehälter sind zerstört.
Ihr blöden Viecher, lasst mich lesen! Zurück. Zähneberg, das sind zerstört. Wenn ich könnte, würde ich dich zum Dank mit dem Geschenk des Imperators belohnen, aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Ein wahrer Tod. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Moment kommen würde. Das hat niemand von uns. Wird der unsterbliche Imperator mich auf der anderen Seite erkennen, wenn es eine andere Seite gibt? Dann wirst du eh sehen. So, jetzt empfehle ich dir zurückzutreten. Das Phylakterium aus meinem Körper zu reißen könnte explosiv werden. Was meinst du mit Explopum? Ah, Leute! Bestätigen 500 Gold in Erfahrung. Oh... Und tschüss. Ja, pff. So, fertig. Ja und? Das muss ich da weitergeben. Suche den Schatz des Orakels, hilft den Einwohnern von Valerin, bla bla bla. Machen wir weiter. Erst einmal dort oder dort. Kultistenlager. Ah. Schau ich mal auf die Map. Da geht es eine Ruine von Valerin. Ruinierte Akademie. Gehen wir wieder ins Kultistenlager, das sind die anderen Questen. So, Leute, Kultistenlager. So, jetzt haben wir die nächste Queste abgeschlossen. Das finde ich ja richtig grandios. Und weil ich jetzt im schönen Kultistenlager bin, bleibt mir nichts über, als wieder zu verkaufen. Servus, was ist mit dir? Warum? Zumindest versuchen. Also diese Quest kann er noch nicht annehmen oder sowas. Ich weiß nicht, was der von mir will, ehrlich jetzt. So. Schauen wir mal meine ganzen Sachen durch. Sachen durch. Nein, Rüstung. Das ist alles schlechter, Leute. Zahlt sich gar nicht aus. Die Axt brauche ich sowieso nicht. Ich brauche keine Waffen, die scheiße sind. Nö. Nö, Leute. Nö. Wo ist der Verkäufer da unten? Weil ich verkaufe noch alles schnell und dann, Leute, weiter geht's in der Hauptquest. Servus, einkaufen. Alles weg hier. Danke, tschüss. Wie viel Geld habe ich? Fast 19.000. Ja. Cool, also, weiter geht's. Hilf den Einwohnern von Valerin und suche den Schatz des Orakels. Und dann haben wir noch, finde das Symbol der Hoffnung, die Ruinen befreien. Zerstöre die leeren Schrecken, die Ruinen von Valerin durchstreifen. Okay, habe ich aber schon zwei, cool. Machen wir mal. Wie schaut's aus mit... Ja, das geht noch ein bisschen. So, da. Und dann gehen wir mal runter da. Hafen von Valerin. Fahren wir mit jetzt mit dem Chef? Ich habe keine Ahnung, Leute. Fahren wir mit dem Schiff? Mit E öffnest du den Spielleitfaden. Okay, wurscht. Ich bin ein Level aufgestiegen. 22. Geil. Hafen von Valerin. So. Oh je. Ich habe irgendwie voll Angst. Da. Gehen wir mal rüber. Ich schaue mir mal alles an. Ich habe keine Ahnung, wo da ist. Was ist? Ich habe nichts. Da oben muss ich eh nicht hin. Da ist auch nichts. Was macht sie ja? Untertan der Leere. Du bist ja noch da. Ich dachte mir, der ist schon tot. Birkenbogen der Leer. Irgendwas. Kultistenzepter. So. Ich gehe mal nach links. Ich weiß, ich muss nach Südosten. Aber das interessiert mich jetzt nicht. Mal schauen, was da drüben los ist. Ja, gehen wir doch nach Süden. Ich schau da mal. Ich war noch nie im Hafen von Valerin. Ich weiß nicht, heißt es jetzt Valerin oder Valerin? Ich weiß es nicht. Normalerweise Valerin, weil man das mit einem L schreibt. Keine Ahnung. Du versuchst deinen Antlitz. Och, du Schande. Hey, du Sau! Was ist denn das? Ja, egal, da haben wir auf jeden Fall was. Ja! Sehr cool. Nächster Reisepunkt. Hafen von Valerin.
habe ich freigeschalten. Das ist ja krass. Oh, schon wieder ein bisschen Drogensüchtig. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Hallo? Ist da jemand? Was, Boykott? Er macht einen Boykott? Ich meine, ich sehe es ja, aber nicht schön. Versunkenes Antlitz. Das ist grauslich, dieses Viech. Weil du Fettling. Boah. Ja, du Saufvieh. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich mag dich überhaupt nicht. Ist da noch was? Nö. Also die Wiederspawn-Rate in dem Spiel ist leider sehr hoch. Also sehr schnell, sagen wir so. Mal alles aufschießen hier. Wie geil. Gehen wir da runter. Weil da muss ich nämlich hin. Oh, Leute, weg hier. So, zack. Aufgepasst hier. Boah, die sind aber schön zäh. Boah, wirklich. Aber echt, hä? Leicht, zeig doch! Ich will euch nicht! Ja, es wird eh nicht mehr als 3 Folgen, werden es nicht werden, diese Session, weil ein Spiel möchte ich heute dann doch noch. Also, ich komme ja, bevor ich das hier jetzt angefangen habe, also weitergemacht habe jetzt, komme ich ja von einem anderen Let's Play, von Enshrouded, habe ich noch gezockt. Ich möchte aber schauen, dass, weil ich ja nur einen Tag quasi jetzt am Wochenende habe zum Let's Playen hier, dass ich mal das einteile, dass ich jetzt nicht so 5, 6, 7 Folgen von einem Spiel mache, sondern nur so ein paar, 3, 4 Folgen von einem Spiel fertig. Und das ist aber eh schon viel eigentlich. Ja, sonst komme ich ja nicht mehr hinterher, Leute. Da drüben haben wir nämlich was. Wow! Boah, habt ihr gerade das Schreien gehört? Kann ja nicht sein, Leute. Nein! Doch, du Sau! So, da drüben ist nämlich was. Ist das ein Bossgegner? Oh Gott. Natürlich. Nein, leeren Tausendfüßler. Ach. Friss Gift. Weg, 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 weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, genau. Was ist das für ein Tausend? Das ist aber kein Bossgegner, Leute. Fertig. Ja, passt. Öffne den Schatz des Orakels und nimm den Inhalt an dich. Kleriker Simmer, Bastardschwert brauche ich, Bicken Bogen, Spitzhacke Gold nehme ich mal mit. Schaut mal, da haben wir was. Symbol der Hoffnung. Im Schatz verborgen unter der Seide, die wohl zum Schutze verzaubert wurde, findest du eine Kugel geformt aus markenlosem Kristall. Geil. In der Kugel kannst du spiralförmige Gebilde aus winzigen Lichtern erkennen, beinahe wie Galaxien. Es muss sich um das Symbol der Hoffnung handeln. Cool! An mich nehmen, passt! Bestätigen. Erfahrung. Geil. Ich muss zurück ins Kultistenlager. Das ist aber cool. Das trifft sie gerade richtig gut. Hey. Lass mich in Ruhe. Das Symbol der Hoffnung. Ja. So geil. Wie die schreien, ich schwör's. Rachsüchtiges, rachsüchtiges Rach, was? Was soll denn das? Easy. Too easy. Okay, den muss ich mal genauer anschauen, den Ring. Also da ist ein Bug, Leute. Schaut mal, da steht MS, brechender, FS, brechende, NS. Was ist das? Ist das ein Bug oder gehört das so? Glaube ich nicht, dass das so gehört. Boah, Leute!
Boah. Weg mit euch. Was ist abgründig? Kultistenklinge, 4 Gold, Silberring, Großschwert, Silberkral. Was ist da jetzt? Da ist auch nichts. Aber sicher Feinde. Nö, doch nicht. Ja, die kommen da raus. Versuchen es an. Die kommen voll aus dem Ding da raus. Aus dem Sumpf. Geil. Ich schau mir das Ganze dann noch einmal an. Ja, gleichzeitig. Was bist du? Ach du Schande. Tötet mich der? Tötet mich der oder nicht? Ah. Okay, das ist, der ist gefährlich. Weg, 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 weg. So, der ist einmal tot. So, ihr Lieben. Ich glaube, da bin ich eigentlich... Nö, ich bin nicht fertig. Boah, das ist lang. Du Fettling! Big Mac! Aber ehrlich jetzt, ich liebe Big Mac. Lecker geil. Da unten? Nö, da geh ich nicht hin. Nö. You cannot hide! Das habe ich jetzt verstanden! Ich habe das erste Mal diese Schreie von denen verstanden. You cannot hide, du kannst dich verstecken. So geil! Also es gibt doch Sinn, was die schreien. Also manchmal. Das ist so geil! Ah! So. Fertig. Also, na fertig nicht. Da noch. Wenn man genau aufpasst, dann hat man... Wirklich versteht man das ein bisschen, was die schreien. You cannot hide. Ja, lasst's mir einfach in Ruhe. Was ist denn schon wieder mit diesem Big Mac los? Da, friss. Ah! Leute, ich bin fast tot. Weg, 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 weg. Ah, du Sau. So. Ja, gut, ihr Lieben. Dann war's das. Da habe ich komplett durchgeschaut und jetzt. Kultistenlager, zurück, Schnellreisen, fertig. Cool, dann eigentlich pünktlich zum Folgenende ist das jetzt ausgegangen hier, dass ich Kultistenlager zurückgehe. Dann werden wir mit diesem Reden, kehre ins Kultistenlager zurück. Ja, und dann werden wir schauen, hilft den Einwohner von Valerin. Ja, wir sind demnächst wieder ein Level up. Skill wäre wieder mal nicht schlecht. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Game Over und ciao.